Nee, 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 nicht zu mir. Nichts, es ist gar nicht mal so nötig. Hallo? Ich dachte, mein Schild hätte 100% Losche. Ach nee, ja klar, dann macht der Feuerschaden. Ja, ist ja gut. Ich hab mich vertan. Ich hab doch mal so ein bisschen Nachsicht. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich machen soll. Ich kenne seine Angriffe nicht mehr. Und ich will jetzt nicht der Einzige sein, der ihn angreift. Weil dann passiert das. Hab ich ein Schwein gehabt. Nein, mein... Alter. Ach, dann macht das doch. Ich muss mein Schwert wechseln. Auch wenn ich jetzt auf Fat Rolling gehe. Ach, er ist gestorben. Ich habe ja eigentlich nirgendwo Seelen rumliegen, ne? Ist das richtig? Stimmt das? Müsste eigentlich wahr sein. Diese Aussage ist wahr. Das heißt, ich habe jetzt ja eigentlich auch wie er eben den Weg komplett freigemacht. Bis auf jetzt meinetwegen ein paar Kinder rein in den letzten Bogenschützen, meinetwegen. Okay. Okay. Aber dann könnte ich doch jetzt vielleicht auch mal irgendwen, meine Nase juckt, beschwören. Und dann mit ihm, hier hängt ein Schwert in der Wand. Wo die Kette dran festgemacht ist, auch in Ordnung. Aber hier ist keiner. Nicht ein Symbol. Ich werde bestimmt jetzt gleich von demselben Tiger wiedergerufen, weil der jetzt nämlich wieder hier ist und sagt, ich bin gestorben, obwohl ich zwei Leute mit hatte. Wo sind die Rufsymbole? Dann findet er meins. Ne, jetzt hinsetzen tue ich mich jetzt nicht. Muss ich sagen, ja, da ist da einer und ich krieg wieder keinen ab. Und euch langweilt. Das bedeutet für mich, ich gehe nochmal nach vorne und räume meinen Weg trotzdem noch weiter auf. Und dann vielleicht, ja, wenn ich dann nachher nochmal wieder zurückkomme, doch noch jemanden zu finden, den ich rufen kann. Was aber nicht passieren wird. Sagen wir mal ehrlich. Warum wollte ich den Typen da jetzt hin? Ach ja, genau, ich wollte gucken, ob da oben Rufsymbole für mich sind. Daneben. Du gehst mir richtig auf den Zwirn, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Springende... Ich dachte gerade wirklich, das macht der. Ich habe gerade echt gedacht, der springt jetzt in die Lava rein. Stirb. Oh, scheiß Treppe. Scheiß Mauer. Scheiß Kessel. Das heißt, ich kann ihn da umtreppen. Warte, ich bin Fat Rolling, ja? Bin ich nicht? Wieso bin ich kein Fat Rolling? Trotz meines fetten Schwertes. Nice. 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 Kann man nichts sagen. Da bin ich. Und ich warte auf dich. Und ich lasse dir keine Chance. Geh weg. Spring in die Lava. Na? Sneaky, sneaky. Ach, schön. Ja, herrlich. Und weder Schild noch irgendwas draußen. So gefällt mir das. Gegner. Also der Typ ist echt, obwohl die anderen ja genau gleich sind, ist der Typ echt scheiße. Wow, Rufsymbole. Mach auf. Mach doch bitte, bitte, bitte auf. So, jetzt noch ein bisschen Seelen verlieren, sagst du? Du bist jetzt nicht dran. Oh, dann fehlt mir so das letzte Zentimeterchen Kondition, um noch den letzten Schlag dann in einem durchzumachen. Darum kriegt er mich dann halt doch nochmal. So, Kinder, was haben wir gelernt? Wir sind durch das halbe Level gerannt. Kommt er bis hier hin? Kommt er. Bong. Alter.
Okay, das war jetzt nicht so schlimm. Ja, okay. Ja, wir sind, na, wie genau gesagt, durch das halbe Level gerannt. Wir haben hier schön alles aufgeräumt. Könnten jetzt noch schön zum Bonfire gehen. Man ruft uns nicht. Wir können keinen rufen, weil wir keine Symbole haben oder finden. Ist so ein Traum. Ist so ein totaler Traum. Das geht mir jetzt sogar schon fast auf den Sack. Darum überlege ich jetzt gerade wirklich in den scheiß Wald zu gehen und einfach da so ein bisschen was Neues zu erleben. Und wenn ich wirklich stärker bin, Entschuldigung, und so ein bisschen was hier gemacht habe, wiederzukommen. Um dann hier richtig aufzuräumen. Aber so richtig. Aber so richtig. Ich habe Kopfschmerzen, ich weiß gar nicht warum. Boah, nee, Leute, guck mal, ernsthaft. Ich habe jetzt keine Lust drauf. Ich möchte jetzt irgendwie mit euch ein bisschen was Neues erleben. Letzte paar, weiß ich nicht, wie lange ich noch spiele. Na, meine Sache, wie geht's in diesen Scheißwald rein? Und erlebe mit euch einfach die tollsten Abenteuer. Zack. So. Man muss dann, ja, das ist echt tragisch. Man muss dann ja irgendwo dann auch ehrlich zu sich selber sein und sagen, du, das geht jetzt hier irgendwie nicht weiter oder das ist einfach nur käsig. Wir wollen ja auch so ein bisschen was machen und ein bisschen was erleben und generell. Und deswegen gehen wir jetzt nach da. Das ist wahrscheinlich die beschissenste Idee, die ich hatte. Ich sehe gar nichts. Was ist das denn hier? Hallo. Oh. Regel Nummer 1, greif in Dark Souls nie einfach irgendwas an. Talisman. Damit verhindert man, dass sich menschliche Gegner heilen können. Also mit menschlichen Gegenspielern meine ich jetzt wirklich rote Phantome und so weiter. Ah! Der ist ja unsichtbar. Ich hab's hier mit unsichtbaren Gegnern zu tun. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Nur so ein fetter Baum. Leute, ich habe mich in der Tat jetzt schon verlaufen. Von hier komme ich nicht. Scheiße. Da ist er. Da ist er. Ach, komm schon. Nein, das ist er nicht. Nein! Da ist er. Da ist er. Mensch, mit dem Auge hier. Alter! Loch. Hä? Wie Loch? Er wurde von hinten angegriffen. Etwas Erstaunliches voraus. Ja, super, was das wohl für ein Scheiß ist. Kopf voraus. Gegen wen kämpft er denn hier? Was ist das für ein Mist? Gegenstand aufnehmen, Blutfleck berühren. Feuersamen. Was ist das für ein Scheiß hier? Kopf voraus, was soll das? Sprechen. Leave me be. Was? I like it quiet. Leave me. What business have you here, traveler? You may call me Vengal, if I deserve a name in this sorry state. 'Tis rare to flap these gums. This is pleasant.
Ist das das Rote, was da ist? Ja klar, da ist ja einer drin. Long ago, I was hired to defend the kingdom. Hast geschafft. I remember a long, brutal fight and then somebody killed me. So I thought. I came to and found myself like this. I don't know what explains it. But it's not so bad. Oh, also, ich hätte keinen Bock drauf. Now I watch the days go by. Gaze at the night sky. Thinking of the finer things. Far removed from war. I'd grown weary of battle. But did not realize it until now. I know not what brings you on this journey, nor will I deign to ask. You may bear a great burden, don't we all? I prefer to stay my distance. But I want to warn you of something. My body. I see visions. My body, headless, raging without me. My body wielding my sword, a sword forged only to kill. My body will show no mercy. If you see the wretched thing, stay far away. Das heißt, wir müssen noch gegen seinen Körper kämpfen. I learn new things every day. Things never learned in battle. And thanks to you. I've recalled the joy of conversation. If I can help you, if you require something, do speak up. Was könntest du mir geben? Ich kann von dir was kaufen? Ja, das ist richtig, klar. Ich. Hä? Hiervon besitze ich einen von einem Großschwert schon. Aha. Geste lernen. Kopf ab. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become of the kingdom. I was a hired hand, yes. But we soldiers stared death in the eye together. And for his highness, I am afraid. But perhaps it's for the best. We knew not what we fought for. I was born in Feroza, a land in the distant east. Ich will gleich noch was zu Dark Souls 1 sagen. Ich hoffe, vergesse es nicht. Conflict with our neighbors. Eventually, our kingdom fell, and our people scattered. Been a sellsword ever since. All I ever knew was war, and I can imagine no other way to live. What a fool I was. I am grateful for these peaceful days, but such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Thank you for lending an ear to my ramblings. Here, take these. I have no use for them. Regel Nummer 1 bei Dark Souls. Wir werden gar nicht sein. Go along. Resume your journey. Immer weiter labern, bis sie wirklich nichts mehr zu erzählen haben, weil es kann immer passieren. I cannot lie. Sometimes I wonder what's become. Entkörperlichte Gedanken. I was a hired. Okay, das kennen wir jetzt ja. But perhaps it's for the best. Okay. Ja, sieh zu. Hau rein, Hein. Was ich noch sagen wollte, ist, dass ich es eigentlich bei Dark Souls 2 ein bisschen schade finde. Die. Die Trophäen, die es hier gibt, die sind eigentlich ein bisschen mau. Also, früher war, habe ich glaube ich schon mal erzählt, da musste man ja alle Zauber, alle Pyromantien und so weiter. Ich glaube, das gibt es hier in Dark Souls 2 auch nicht. Und das finde ich deswegen ganz schön lahm. Da hinten rennt auch einer, oder ist das ein menschlicher Spieler?
Ja, es ist ein Gegner. Siehst du? Ey, ich glaube, es hackt. Oh, hier ist ein Weg. Ein Weg, der hier zu Ende ist. Ich hab mich so mega hart verlaufen. Echt. Da ist einer. Die verfluchen mich. Alter! Da ist er. Da kommt er. Das gibt's doch nicht! Ich krieg gar keine Seelen für die, kann das sein? Verfluchen ist richtig scheiße. Weil dann verlierst du, zumindest war es in Dark Souls 1 so. Du verlierst erstmal die Hälfte, dann ist auch wieder einer. Alter, sind die schnell. Die Hälfte deiner Lebensenergie. Fuck. Ach, das ist der Pott. Ja, den hatte ich doch schon mal gehabt. Gelbes Kraut, super. Olé. Der Pott verflucht mich, ja, den hatten wir doch schon mal irgendwo. Warte, irgendwie konnte man den noch schneller kaputt machen. Na! Und zwar so. Da vorne ist wieder einer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Manchmal sieht man das wirklich schlecht. Da ist er. Wo ist er? Da, direkt vor mir. Ja, es gibt Seelen. Und ich bin hier gerade an irgendeiner Truhe vorbeigelaufen. Das wäre jetzt natürlich der absolute Brenner gewesen, wenn das ein Mimic gewesen wäre, ey. So, und schon ist das Spiel wieder spannend. Scheiß Eisenschloss. Klarer Blausteinring. Okay. Zauberwirkzeit verkürzen. Okay. Ich muss hier erstmal wieder rauskommen. Das Gebiet ist echt groß. Da. Ah, die machen so wirklich viel Schaden. Und hier war noch eine Truhe. Oh. Junge, 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 ey. Regen der alten Sonne. Ein Eidring für die Erben der Sonne. Ich. Nee, das ist das Sonnensiegel. Ring. Daher ist das. Explodiert an der Schadensgrenze. Steinring enthält eine feurige Hitze. Erlangt mehr Kraft, je mehr dem Träger geschadet wird. Dann explodiert er und fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu, während sein Träger unbeschadet bleibt. Okay. Unsere Taten schlagen auf uns zurück, auf eine, okay. Ja, der gar nicht mal so schlecht. Okay, ich würde sagen, erstmal am Rand entlang. Trio voraus. Oh, ernsthaft?